Jetzt gebe ich euch einen Impuls, zwei Impulse eigentlich, nämlich das Negativ von der Seite, das Negativtraining von den Beinen her, von der Seite und eine mögliche, einen möglichen Abschluss, um aus dem Kopfstand herauszugehen. Der mögliche Abschluss für den Kopfstand ist, du hast die Hände zusammen, ne, der unterste kleine Finger ist da drin, die Daumen sind ausgestreckt und du gehst mit den Daumen an die Nasenwurzel, wirklich hier an die Nasenwurzel, mit den Daumen. Die Finger bleiben ineinander und die Daumen gehen in die Nasenwurzel. So, ich zeige euch das gleich aus dem Kopfstand heraus und du lässt dann den Kopf wirklich frei. Okay, dafür von der Seite, ne, die Ellenbogen, Kopf, Knie, du gehst in den Kopfstand, wie auch immer, der Kopf ist im Boden, der Kopf ist weg vom Boden, im Boden, weg vom Boden. Okay, so, das, was ich gerade angesprochen habe, war von der Seite her, das nach vorne runter, das Heben. Ellenbogen in den Boden, Kopf weg vom Boden, Ellenbogen runter, der Kopf ist weg vom Boden und wieder hoch. Das ist durchaus anstrengend. Okay, so. Das. Jetzt zeige ich euch, ihr geht runter, die Füße, die Knie, du bleibst in Kontakt, du machst die Füße lang und du bleibst in Kontakt zwischen Oberschenkel und Oberkörper und deine Hände, die Daumen gehen an die Nasenwurzel. Die Hände gehen zusammen, der unterste kleine Finger geht in die Haltung wie ganz am Anfang und dann lässt du deinen Kopf los. Versuch, dich wirklich auf die Daumen zu legen und dann bring den Blick quasi auf diesen Punkt zwischen den Augenbrauen. Du lässt den Blick, es ist so in einem Halbdunkel und dein Kopf legt sich mehr und mehr mit diesen auf die Daumen. Und du gehst mehr und mehr zu dem Punkt zwischen den Augenbrauen. Du schielst quasi zu diesem Punkt hin, zwischen den Augenbrauen, Shambhavi Mudra. Und lass dich mehr und mehr darauf ein. Und dann hebst du, du lässt die Hände zusammen und legst die Daumen an das Brustbein. Lass die Ellenbogen los, nur die Daumen drücken sanft, die Hände drücken sanft gegen das Brustbein. Deine Augen sind geschlossen. Und geh mal zu dem Punkt, wo du die ganze Zeit drauf gestanden, Adipati, oben zum Scheitel. Dann gehst du mit der Aufmerksamkeit zu diesem Punkt, wo du mit den Daumen hingedrückt hast, nämlich zwischen die Augenbrauen, mit der Aufmerksamkeit. Und dann gehst du mit der Aufmerksamkeit zu den Daumen am Brustbein. Sodass diese drei Punkte dir ganz bewusst werden. Und dann gehst du als Mann mit der linken oben und als Frau mit der rechten oben. Legst du die Hände in den Schoß übereinander und gehst in Kontakt quasi mit den kleinen Fingern fast am Schambein, mit den Händen mehr oder weniger im Bauch und du lässt die Ellenbogen los. Und lass den Atem einfach mal so sein, wie er möchte. Und bau diesen Zeitraum mehr und mehr aus. Viel Spaß dabei.